Hast du manchmal auch das Gefühl, nicht frei zu sein bei dem, was du kaufst und anziehst? Schon beim Einkaufen, da denkst du daran, was wohl deine Freunde, Partner oder auch Arbeitskollegen zu deinem Outfit sagen. Setzt sich das auch unter Druck und engt dich vielleicht sogar in deinen Entscheidungen ein? Dann helfen dir folgende Tipps bestimmt weiter. Und heute wird es mal ganz persönlich. Ich erzähle dir mal von meinen Herausforderungen, mit denen ich zu kämpfen hatte und habe. Nämlich dem Bild einer Imageberaterin zu entsprechen. Neugierig? Dann lass dich mal von meiner Geschichte inspirieren und schau, was für dich dabei ist. Sätze wie, ach, so habe ich mir aber eine Imageberaterin gar nicht vorgestellt. Ach, die höre ich schon seit 20 Jahren. Und früher war ich durch diese Aussage absolut verunsichert. Was sollte das auch bedeuten? Ich habe eben kein Modelgesicht und konnte mir auch nicht immer die trendigsten Klamotten kaufen. Bei meiner Größe ist die Auswahl sowieso begrenzt. Eine erfolgreiche von Imageberaterin damals, da erwartete man sowieso den konservativen Bankerinnen-Look. Und den gab es in meiner Länge gar nicht. Ich habe mir dann sogar einen schneidern lassen. Und das Ergebnis war so, lala. Tolles Foto, oder? Das wurde bei einem unserer ersten Corporate Color Netzwerktreffen vor fast 20 Jahren aufgenommen. Danach habe ich aber sehr schnell von den Ansprüchen an das Aussehen einer Imageberaterin Abstand genommen. Denn farbige Kombinationen mit sportiven Elementen, ja und auch Kleider, standen und stehen mir sehr viel besser. So weit, so gut. Kurze Zeit später nahm ich dann noch eine Kollegin in mein Netzwerk auf. Die war in einer Nachbarstadt tätig und in meinen Augen war sie der Inbegriff einer Imageberaterin. Sie sah immer aus wie aus einem Modejournal entsprungen und hatte eine total elegant extravagante Ausstrahlung. Und nett war sie auch noch. Ich fand sie toll. Und selbst kam ich mir wie eine graue Maus dagegen vor, obwohl ich sie ausgebildet hatte. Eines Tages erzählte sie mir aber, dass sie gar nicht gut gebucht ist und sogar überlegt, was ganz anderes zu machen. Da war ich total überrascht, denn damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte nämlich gut zu tun. Jetzt wollte ich aber wissen, warum die Leute eigentlich zu mir gekommen sind und nicht zu meiner Kollegin. Und ich habe sie danach befragt. Die Antworten haben mich echt verblüfft. Da kamen so Sätze wie: Also mich spricht ihr unkomplizierter, klarer Stil an. So wie Sie das machen, könnte ich das ja vielleicht auch schaffen. Oder mir gefällt Ihre Natürlichkeit. Sie sind so glaubhaft und wirken trotzdem so kompetent. Ja, und so weiter und so fort. Das waren Sätze, die mir ein ganz neues Bild zu mir selbst vermittelt haben und auch mir selber deutlich gemacht haben, dass ich gar nicht so sein muss, wie sich einige Menschen eine Imageberaterin vorstellen. Plötzlich wurde mir klar, dass es sehr viel mehr Menschen gab und gibt, die einen einfachen, pragmatischen Stil für sich selbst wünschen, als die wenigen extravaganten Persönlichkeiten, die lieber selbst kreativ werden möchten. Ja, und die sich auch gar nicht hineinreden lassen möchten. Warum sollte ich mich also nach dem Bild einer Imageberaterin entwickeln, das nicht einmal mein eigenes ist? Diese Erkenntnis war eine echte Befreiung. Ich habe gelernt, dass es reicht, so zu sein, wie ich bin und mich entsprechend meines Types zu kleiden. Und dem bin ich treu geblieben und ich finde auch sehr erfolgreich geworden. Ende der Geschichte? Nein. Denn seitdem ich mit meinen beiden YouTube-Kanälen hier sichtbar geworden bin, weht mir manchmal ein harter Wind entgegen. Wenig wertschätzend wird geurteilt und beurteilt. Anfangs fand ich das richtig ungerecht, denn die Kritiker hatten ja gar keine Ahnung, was es bedeutet, Videos inhaltlich zu konzipieren, alles auf die Reihe zu bringen, die Technik zu bedienen, auf den Punkt zu formulieren und, und. Da übersieht man schon mal, dass das Kleid verrutscht ist, sich irgendwo eine Falte gebildet hat, oder die Kette, wo ist die Kette? Die Kette verrutscht ist. Naja, dazu kann ich auf dem kleinen Bildschirm meine optische Stärke gar nicht aufspielen. Denn die Möglichkeiten ergeben sich aus meiner ganzen Persönlichkeit und nicht nur aus diesem kleinen Ausschnitt vom Kopf bis zur Brust. Denn ein Beauty-Gesicht und lange wallende Haare habe ich immer noch nicht. Kurze Haare stehen mir sowieso viel besser. Warum also verbiegen? Nur weil ich nicht in das Bild einiger Leute reinpasse? Nein, denn die viel mehr positiven Kommentare hier im Kanal, die bestätigen wie damals, dass ich gut bin, so wie ich bin. Fertig. Vielen Dank dafür übrigens. Was kannst du für dich aus meiner Geschichte herausnehmen? Erstens, du kannst nicht allen gleich gut gefallen, musst du auch nicht. Deshalb entwickle dich immer mehr zu dir selber hin, dann ziehst du auch die richtigen Leute an.
Schau, was dich ausmacht, optisch und auch von deiner Persönlichkeit. Und unterstütze das durch die passende Verpackung. Seitdem ich das für mich begriffen und umgesetzt habe, kommen in meine Beratung und Ausbildung nur Leute, die auch wirklich zu mir passen. So funktioniert übrigens Personal Branding und das schon in Zeiten, wo dieser Begriff noch überhaupt nicht aktuell war. Überleg dir auch Punkt Nummer 2, wie du wirken möchtest in deinem persönlichen Umfeld. Bist du dir da selber schon genug? Was fehlt dir noch? Wo bist du unsicher? Schreib's gerne mal unten in die Kommentare. Punkt Nummer 3. Sieht man dir dein Business an? Das ist gerade in unserer Gesellschaft besonders wichtig, wenn du beruflich weiterkommen möchtest. Welches Image hat dein Beruf? Welche Art von Wirkung benötigst du dazu? Diese Fragen solltest du für dich beantworten, denn dann lassen sich auch gute Lösungen finden. Wenn du es leid bist, nach der Pfeife anderer zu tanzen und selbstbewusst du selbst sein möchtest, dann lass dich doch einfach mal beraten. Bestimmt hast du auf diese Aufforderung auch schon gewartet, oder? Aber ich kann dir nur sagen, dass es sich absolut lohnt und dich auf vielen Ebenen weiterbringt. Etliche unserer Kundinnen und Kunden haben darüber berichtet, wie sie sich verändert haben und was für tolle Erfahrungen und Entwicklungen sie dadurch durchlaufen haben. Und viele dieser Feedbacks kannst du auf unserer Webseite nachlesen. Jede unserer Beraterinnen hat eine eigene Rubrik, wo du das nachlesen kannst. Unten verlinken wir diese Liste zu unseren Beraterinnen, dann kannst du direkt mal schauen. Such dir doch eine Kollegin aus, die dich in ihrer Art anspricht und ruf sie direkt an. Denn dann bekommt ihr gleich einen gegenseitigen Eindruck voneinander. Und es lohnt sich auch, ein paar Kilometer zu fahren. Viel Spaß dabei beim Aussuchen, beim Telefonieren und beim Umsetzen der ganzen Beratungsinhalte. Und schreib doch mal in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit den Beratungen anderer gemacht hast. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss!